Wir haben hier ein Beregnungsbecken, also ein Wasservorhaltebecken, wo wir unser Beregnungswasser rauspumpen. Und da wir jetzt auf den Winter zugehen, holen wir jetzt die Sauger aus dem Wasser, damit die uns nicht kaputt frieren im Winter. Und dann nehmen wir die Sauger auf jeden Fall mit nach Hause und machen sie sauber. Zange brauchen wir noch. Das, was Eddie hier jetzt in der Hand hat, ist der Sauger. Und das ist der Schwimmer für den Filter bzw. Sauger. Warte. 1, 2, 3. Das ist unsere Lebensversicherung. Ja, das ist. Oh, guck mal, ich schmeiß mal wieder rein. Oder willst du essen? mehr oder weniger unsere Lebensversicherung, die Berechnung. Also in der Frostschutzzeit. Und. Pass auf. Oh, hier ist noch Wasser drin. Und zur Bewässerung, wenn es trocken ist. Das ist die Pumpe, wo die Schläuche angeschlossen waren zum Wasser. Die Pumpe wird jetzt auch noch gewartet, entweder jetzt im Herbst oder zum Frühjahr einmal ganz normale Motorwartung mit Ölwechsel, Filterwechsel, alles was dazugehört. Batterie wird auch noch nach Hause geholt, denn all sowas. Einmal im Winterschlaf gelegt. Erstmal diese. Als kleine Kinder haben wir hier immer gebadet. In den Ferien und es war heiß und haben wir jeden Tag gebadet. Also das ist jetzt keine stationäre Pumpe, sondern eine Schlepperpumpe. Hier hängen die 2 Hektar Wellern dran. Christoph, ihr könnt mit Trecker schon mal zur letzten Pumpe fahren. Ja. Hier kommt ein Trecker vor in der Frostschutz, dann, wenn wir sie brauchen. Und der wird über eine Zapfwelle, wird über eine Zapfwelle angetrieben mit dem Trecker. Und ja, dann kann ich hier halt Wasser mit fördern. Nee, der kommt nach Hause, das klauen die uns sonst nur. Ist auch schon mal was abhanden gekommen. Uns haben sie über den Winter mal die Schlepperpumpe aufgebockt und die Reifen da geklaut. Ist jetzt kein großer Schaden in dem Sinne, ist halt aber ärgerlich. Wenn wir hier anfangen wollen und können nicht, weil die Reifen da fehlen, konnte irgendeiner gebrauchen. Ab und zu erwischt man mal Leute, die sich ein paar Äppel nehmen. Aber jetzt bei uns im größeren Stil habe ich es noch nicht mitgekriegt. Bei anderen ist es mehr Thema. Da haben sie dann auch schon mal 200, 300 Liter Kraftstoff abgezapft oder vielleicht auch mehr. Das ist dann natürlich, geht auch ins Geld. Aber ja, passiert immer mal, ne?
Wir haben ungefähr noch 3-4 Tage zu ernten, machen jetzt aber eine Erntepause und machen schon mal so eine Arbeiten, weil die Leute dann auch alle nach Hause wollen. Wenn die Äpfel fertig sind und das soweit fertig ist, das Wetter ist gut und die Pause machen wir, also die Erntepause machen wir, weil die letzte Farbe noch fehlt. Diese Anlage wurde jetzt schon einmal durchgepflückt, das heißt, alle Roten wurden schon einmal rausgepflückt. Wir warten jetzt wieder ein bisschen auf die Farbe. Sie kommt. Jetzt suchen wir uns mal einen guten Baum aus. Der ist ganz gut hier. Sie kommt. Man sieht es hier. Also sie wollen. Dann brauchen wir noch, ich denke, so 2-3 Tage. Und dann ist die Ernte 24 beendet. Äpfel sind schön groß und Farbe ist auch sehr gut, Preise sind gut und die Menge ist auch noch gut geworden. Wir kriegen so im Schnitt irgendwo zwischen 70 und 80 Cent das Kilo. Hier geht's nicht, ne? Ne, der ist schon raus. Wir sind hier jetzt am Gerüst abbauen. Das ist eine alte Elsteranlage, die ist jetzt, die ist glaube ich schon über 20 Jahre alt. Die bringt einfach nicht mehr ihre Qualität. Die kommt jetzt raus dieses Jahr. Und hier sind jetzt schon neue Bäume für bestellt. Hier kommt Braeburn rein im Frühjahr. Die Pfähle. Die ziehen wir wieder auf und die benutzen wir nochmal wieder. Also wenn er gut ist. Also die werden im neuen Gerüst integriert. Da hat er die Krampe. Wird auch alles eingesammelt. Wir wollen hier nichts im Boden liegen haben. Das sind nämlich auch schöne Sachen da, wo irgendwie Wild reintreten kann. Oder der nächste Trägerreifen ist garantiert platt mit den Dingern. Das wollen wir hier alles nicht liegen haben. Und dann kommen hier neue Bäume rein. Die alten werden noch verheizt. Das Hackgut wird eingesammelt, getrocknet und dann heizen wir da das ganze Haus von. Hier sind die Bänder jetzt ab, der Draht ist ab und jetzt ist der Pfahl frei, so dass wir ihn aufziehen können. Das geht auch mit der Hand. Einer hält hier eben die Kralle fest und guckt, dass der Pfahl frei nach oben weg kann. Und der andere holt ihn hoch. Man wechselt sich dann auch mal ab, wenn man 100 Stück raus hat. Oder 200, dann ist man auch mal ganz froh, wenn man nur die Klammer halten braucht. So, noch mal eben ein bisschen. Ja, warte, nicht zu weit. Ja, das sind jetzt so die Arbeiten, die anfallen, so die alltäglichen Arbeiten. Habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt weiter dran, stellt gerne Fragen und klickt rein.